Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Wir sind ja im Schwerpunkt Digital Transformation unterwegs. Transformation war ein Thema deiner Karriere bisher in vielen Fällen. Vielleicht gib uns doch mal kurz einen Einblick über deinen Lebensweg. Ja, also danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich. Und Transformation ist wirklich ein roter Faden, der sich durch mein Leben zieht. Ich bin jetzt ja gut über 20 Jahre im Berufsleben, habe so die ersten 2 Jahre meiner Unternehmensberatung begonnen, wo ich gemerkt habe, das war nicht so mein Thema, sehr betriebswirtschaftlich orientiert. Bin in meiner ersten Rolle in HR, in einer HR-Funktion damals bei der Hypo Vereinsbank gewesen, und Hypo Vereinsbank hat zum Ende der 90er fusioniert. Das war so die erste Transformation, die ich, große, große Veränderung, die ich miterlebt habe und dabei sein durfte. Und danach war ich eigentlich so zwischen den Welten großer Unternehmen, großer Tanker und kleinen, schnell rennenden Startups immer unterwegs. BMW habe ich 8 Jahre als Kernkunde betreut in der Beratung. Ich war 5 Jahre bei der Deutschen Telekom und habe dort, nannte sich dort Group Change und Culture Management, also die gesamten Veränderungsprozesse des Unternehmens begleitet. Und eine der letzten Stationen war Haufe. Und Haufe ist ein sehr spannendes Unternehmen, weil unglaublich weit in der Digitalisierung. Und Haufe und Mantis sehr, sehr weit, wenn man auf New Work guckt. Und ja, sehr spannend. Und ich hoffe, die Reise geht auch so spannend weiter. Da also bin ich mir sicher. Transformation wird ein Leben lang bleiben. Auf jeden Fall. Hört nicht mehr auf. Wir sind im Modul ja auch organisationale Transformation. Der Mensch ist ja auch einer, wenn nicht überhaupt, der Treiber für Transformation. Wie wichtig siehst du denn Partizipation oder Partizipationskultur in diesen großen Veränderungsprozessen, die aktuell anstehen? Ich glaube, Partizipation und damit verbunden ja auch Feedback ist für mich eines oder sind die wichtigsten Hebel. Partizipation aus dem Grund, wir sprechen heute ja sehr viel über das sogenannte Why oder über den Purpose. Ja. Es müssen aus meiner Sicht in einer würdevollen Arbeit 2 Dinge zusammenpassen. Das ist der Purpose und das Why eines Unternehmens und das ist der Purpose und das Why eines Mitarbeiters oder Mitarbeiterin. Eines Menschen. Ne? Genau, eines Menschen. Und wenn die Schnittmenge, je größer die Schnittmenge ist, umso mehr Potenzial kann sich entfalten, umso mehr gute Resultate entstehen, umso mehr Spaß macht es natürlich auch, gemeinsam zu arbeiten. Und das verstehe ich unter Partizipation, nämlich die Dinge auch wirklich zueinander zu bringen. Jetzt gibt es viele Formate, wie man partizipativ sein kann. Das fängt von Führung an, das fängt aber auch von der Kultur an, das fängt an, wie nutze ich digitale Medien, wie lasse ich sozusagen Meinungen sichtbar werden, wie hole ich Stimmen mit ein und so weiter. Also von daher ist Partizipation für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und das Thema Feedback, und das merke ich bei vielen Unternehmen und vielen Kunden und vielen Projekten, wo ich auch bin, eine andere Feedback-Kultur zu haben. Guckt man so ein bisschen in die HR-Instrumente, dann hat man oft ja ein jährliches Mitarbeitergespräch, wo man dann sagt, naja, so, wir gucken jetzt mal, was haben wir uns eigentlich vorgenommen letztes Jahr. Das ist völlig überholt mittlerweile. Absolut. Wir brauchen schnelle, kurze Zyklen, vor allen Dingen Instant, sagt man, Instant Feedback, also eine kurze Reaktion zu dem, was passiert ist, um daraus zu lernen, es entweder weiterzumachen, wenn es gut ist, oder wegzuwerfen, wenn es nicht gut war. Ja. Innovation, wichtiges Stichwort. Du hattest gerade schon mal Vision, individuelle Vision, Gesamtvision eines Unternehmens gesagt. Wenn man Innovationen schaut und Innovationsabteilungen schaut, meine Meinung, du brauchst nicht die Abteilungen, wie sie klassisch gedacht sind, sondern du brauchst eher eine Kultur, eine Innovationskultur. Was sind so die Elemente für dich oder deine Meinung zu dem Thema Innovation? Wie bekomme ich die in dem Unternehmen transformiert vielleicht? Ja. Innovation ist für mich, ich vergleiche sehr stark mit Barrierefreiheit. Innovation braucht Freiraum und braucht eigentlich diesen Kulturraum, von dem du gerade gesprochen hast. Heute teilt man Innovationen eigentlich so in, wir sagen immer, 3 Horizonte ein. Also der Horizont 1 ist, wenn wir aufs Kerngeschäft eines Unternehmens gucken, mehr eine kontinuierliche Verbesserung. Der Horizont 2 sind schon wachstumsgetriebene Themen oder Geschäftsmodelle auch. Und Horizont 3 ist eigentlich das, was wir über Disruption, also Disruption ist ja auch in der digitalen Transformation ein wichtiges Thema oder sogenannte Moonshots oder Sprunginnovationen, je nachdem, wie man spricht. Und ich glaube, wir brauchen einfach eine sehr gute ineinandergreifende Architektur eines Unternehmens. Und das ist der Kulturrahmen, der sozusagen diese 3 Horizonte umgibt und die unterschiedliche Ausrichtung in diesen, ja, sagen wir mal, in diesen Systemen. Okay. Wenn wir über Innovation sprechen oder generell über Unternehmen sprechen, sprechen wir über Führung. Wenn du New Leadership mal siehst, welche Elemente gibt es da, die relevant sind heutzutage? Also wie würdest du New Leadership einschätzen? Jetzt ist New Leadership ja auch nicht definiert, also es ist ja sehr breit. Ja. Häufige Reaktionen von Unternehmen sind dann noch, sagen wir Stefan,
was ist eigentlich das nächste, der nächste Stil, ja, die, ja, ja, der, genau. der nächste, die nächste Typologie oder etwas ja. Ähnliches. Also so haben wir früher gedacht. Wir haben das eine durch das andere ersetzt. Früher war es transaktionale Führung, jetzt haben wir transformationale. Also man geht her, plant Programme, macht jahrelange Rollouts in großen ja. Unternehmen und so weiter. Die Zeiten sind aus meiner Sicht vorbei. Wir brauchen ja Vielfalt in Unternehmen, um Komplexität, um damit umgehen zu können. Und das drückt sich auch in Führung aus. Aus meiner Sicht spreche ich eher von Führungsarchitekturen, also verschiedene Typologien, die da drin beinhaltet sind. Ja. Also brauchen wir heute noch transaktionale Führung? Ja, in bestimmten Bereichen ja. Brauchen wir die transformationale? Genauso, wenn wir über Visionen, über neue Themen sprechen. Brauchen wir ein ganz interessanter und hoch angesehener Stil ist zum Beispiel die ethische Führung. Ja. Also, das ist vielleicht das nächstes großes Ding, das kommen kann. Ja? Oder als nächstes Puzzleteil vielleicht. Ja? Digital Leadership war so ein Thema, wo es ein bisschen stärker um Methoden, Kompetenzen und auch das Thema Digitalkompetenzen geht. Guckst du in Familienunternehmen, hast du ja oft noch so patriarchalische Führung, ja? Was ja auch seine Berechtigung hat. Ja? Und man hat immer noch, man spricht da jetzt ja von Nichtführung oder von Expertenführung, also wenn du eigentlich aus einer Expertise herauskommst und dann Teams übernimmst. Also es gibt halt ganz unterschiedliche Stile und ich glaube, was man schaffen muss ist, und jetzt vielleicht nochmal Bild 3 Horizonte, wir haben ja unterschiedliche Systemzustände in den Unternehmen, unterschiedliche Anforderungen da sind und so auch Führung zu definieren, welche Stile, Typologien brauche ich denn auch, um ja, in welchem Systemzustand damit umzugehen. Also wären wir so in Richtung Customized Leadership vielleicht. Ja, also ja? Oder Architektur. Ja, ja. So, ja. Und auch wenn wir ein Team sind und wenn wir verantwortlich sind für eine Business-Einheit oder so ähnliches, ja auch immer die Frage, wie spielt ein Team denn ja auch zusammen? Ja? Und wo bringt jeder seine Stärken mit? Also diese große Ego, ein Mensch führt alle, die Zeiten sind vorbei. Ja, the Great Man Theory ist vorbei. Ja. Ja. Abschließend nochmal, wir sind ja in unserem People-Blog nochmal, eine Begriffseinordnung von dir. Jeder spricht davon, agiles Management, jeder hat es schon mal gehört, jeder denkt auch, er ist agil. Ohne jetzt vielleicht auf Methoden generell einzugehen, weiß dein Mindset, was man haben muss. Dein agiles Mindset, erzähl bitte uns noch mal ein, zwei Sätze dazu. Ja, also ich glaube, wenn man so ein Buzzword-Ranking macht, dann ist ja Agilität oder Purpose. Ja, so die zwei geben sich wahrscheinlich momentan die Spitzenplätze. Ja. Jetzt ist agil auch nichts Neues. Agil kennen wir seit gut oder fast 25 Jahren. Und es ist eigentlich eine Fortführung des Lean-Managements. Wenn man jetzt guckt, Lean-Management ist in der Industrie, im Industriezeitalter entstanden und das hat man ja irgendwann methodisch übersetzt, mit Scrum als Beispiel, dann der ersten Andockpunkte in die ganze Softwareentwicklung. Was diese Methoden mitbringen, und da, deswegen finde ich, haben sie eine sehr große Berechtigung, nicht überall, sondern in Teilen, die zu definieren sind, ist eine hohe Adaptionsfähigkeit. Das heißt, flexibel zu sein, schnellere, kleinere Ergebnisse zu erzielen. Schneller zu iterieren. Also iterieren heißt, man spricht da von sogenannten Sprints, ja, sich eben kurze Zeiten, 1, 2, 3 Wochen zu setzen, darin zu lernen, ein Ergebnis zu beurteilen, das, was ich vorher schon mal gesagt habe, dann ein Ergebnis entweder wegzuwerfen, wenn es nichts war, oder weiterzumachen. Also das Feedback, ist da unglaublich stark daran. Das schnelle Einbinden von Kunden, also nicht ein Produkt zu entwickeln, über einen langen Zeit auf den Markt zu werfen und dann festzustellen. Genau. So, und das ist all das, was agiles Management mit sich bringt. Ja. Jetzt gibt es einen Sack von Methoden, die da drin stecken. Ja? Und die haben alle ihre Berechtigung. Die muss man einfach jetzt gemäß der Anforderungen einfach gucken, was hilft mir denn letztendlich auch weiter. Aber vom Mindset ist das Wichtigste zu verstehen, dass wir adaptiver und flexibler agieren müssen. Ja, darüber müssen wir gleich noch sprechen, über Future Business, über New Work und über Future Mindset. Ja, danke soweit erstmal für den ersten Impuls. Ja, danke. Vielen Dank.